Eines unserer Hauptziele war es in diesem Jahr, die Steuerung in FIFA 15 noch direkter zu gestalten. Mit dem Feature Total Ball Control erhalten die Topstars eine echte Persönlichkeit und ihr habt beim Spielen alles unter Kontrolle. Wir haben den Bewegungsablauf der Spieler komplett überarbeitet, sodass bei Reaktionen und Bewegungen das Gleichgewicht eine Rolle spielt und der Ball enger geführt werden kann. Steuert ihr einen Spieler, könnt ihr kürzere Schritte einlegen, Haken schlagen und mit einem Sprint dem Gegner entkommen. Die Bewegungen entsprechen dabei auch den realen Vorbildern. Messi beispielsweise bevorzugt als Linksfuß genau diesen Fuß auch im Spiel. Realistische Annahmen sorgen dafür, dass der Ball ganz anders mit Spielern und der Umgebung interagiert. Abhängig davon, wie der Spieler ihn berührt, entspricht jedes Dribbling, jeder Pass oder Schuss und auch jeder Abpraller den echten Bewegungen eines Balles. So verändert sich das Spiel in FIFA 15 völlig. Abseits vom Ball sorgen die Man-to-Man-Battles für dynamischere Zweikämpfe. Die Spieler setzen ihren Körper besser ein, um den Gegenspieler vom Ball zu trennen. Während die neuen Tacklings dafür sorgen, dass der Verteidiger nach einer erfolgreichen Grätsche auch in Ballbesitz kommt. Neue Rempler, Trikot ziehen und die überarbeitete Physik beim Fallen sorgen dafür, dass die Balleroberung besser aussieht und auch spielerisch mehr bringt. Abonniert unseren YouTube-Kanal, um immer am Ball zu bleiben und bestellt euch FIFA 15 jetzt vor, um 40 Goldsets für FIFA Ultimate Team zu bekommen.